So, wir reden gerade über das Thema Energieumwandlung, und zwar in diesem Fall haben wir uns die Wasserkraft geschnappt. Das Prinzip der Energieumwandlung ist einfach, das haben wir eben gerade durchdiskutiert, und ich will mal kurz darstellen, wer hier was, wo, wann gesagt und gemeint hat. Also, wir haben hier einen See, den haben wir uns vorgestellt. Wir haben eine gewisse Höhe und den See haben wir angebohrt und haben so eine Leitung runtergelegt und unten am Ende der Leitung haben wir eine Turbine, ein Turbinenrad. Da lassen wir dieses Wasser drauflaufen. Das Turbinenrad sitzt auf einer Welle, Welle übertragen Drehmomente, das haben wir früher schon mal geklärt. Und hinten am Ende haben wir uns einen Generator, also eine Art Dynamo hingestellt. Und jetzt in hellem Lila oder Pink, Pink, ne? Haben wir angeschrieben, was haben wir denn für Energieformen. Hier oben haben wir potenzielle Energie, E-Pot, P-O-T. Hier unten, wenn das Wasser richtig, je höher, umso schneller wird es, richtig in Gang gekommen ist, also sehr schnell fließt, haben wir kinetische Energie, in diesem Fall des Wassers. Das Wasser lassen wir jetzt im Moment erstmal ungenutzt einfach davon fließen, wenn es das Turbinenrad angetrieben hat. Und auch das Turbinenrad, auch wenn sich es im Kreis dreht, es ist eine Bewegungsform, ist das kinetische Energie, die wird auf die Mittelswelle auf den Generator übertragen und der wandelt es um in E-Elektr, also elektrische Energie. Jetzt haben wir uns aber gesagt, Moment, und jetzt haben die Schüler, und da freue ich mich richtig drüber, eine schöne Erfindung gemacht. Und zwar haben wir uns Folgendes vorgestellt. Wir haben gesagt, wir stellen auf unseren Schulhof, nehmen wir an, es würde gehen, ein schönes großes, eine schöne große Windmühle, haben da auch einen Generator, und diese Windmühle, die nimmt ja die kinetische Energie des Windes. Wind ist nichts anderes als bewegte Luft. Das setzt dann dieses Rad in Bewegung, und auch hier haben wir hinten dran einen Generator. Und dieser Generator, der gibt uns zum Schluss dann elektrische Energie ab. So, alles gut und schön. Und dieses schöne Windrad erzeugt darf man ja gar nicht sagen, also liefert uns Strom. Wir freuen uns, die ganze Schule wird beleuchtet, alles wird beheizt. Wir könnten sogar noch einen Haufen Energie verkaufen, aber es kann keiner hier in der Nähe abnehmen. Unsere Schule steht ganz alleine in irgendeinem Wald, denken wir uns. Jetzt sagen wir uns, ach schade Mensch, und jetzt kommt das Schicke dabei. Jetzt sagen wir, die überschüssige elektrische Energie, wir heizen sogar schon damit, so schlimm ist es geworden. Die überschüssige Energie, was machen wir damit? Also, große Frage, überschüssige Energie, wohin damit? Überschüssig insofern, wir können sie nicht wieder zurück umwandeln, wir müssen ja jetzt mal physikalisch reden, in Strahlungsenergie in Form von Licht, in Wärmeenergie, wir heizen damit, in weiß der Kuckuck was, wir treiben alles Mögliche damit an, aber wir haben immer noch zu viel. Jetzt kam die Idee, naja, dann müsste man die irgendwie speichern, in Akkumulatoren, also überschüssige Energie speichern war unsere Idee. In Akkus. Ja gut, und was ist, wenn die Akkus voll sind? Es gibt noch größere Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten, als einen Akkumulator hinzustellen. Und da kamen dann in Sachen, na und dann verkaufen wir sie. Aber wenn wir mitten im Wald sind, dann geht das nicht. Aber jetzt kamen die Schüler auf folgende Idee. Wir nutzen das hier oben, das Prinzip, und sagen, wir lassen das Wasser nicht einfach so verplempern, sondern dieses Wasser leiten wir unten in ein Auffangbecken. Also es ist auch bloß eine Art See. Der liegt allerdings tiefer. Und wenn wir zu viel Energie, elektrische Energie bereitgestellt bekommen, dann pumpen wir das einfach wieder zurück in den See. Das nennt sich dann Pumpspeicherwerk. Also, wir bauen ein, und das mache ich mal in blau extra, Pumpspeicherwerk. Das ist alles gut und schön. Und jetzt kommen wir gleich zu der Idee. Dieses Pumpspeicherwerk funktioniert aber nur, wenn ich auch ausreichende Möglichkeiten habe, indem ich sage, ich muss eine gewisse Höhe überwinden. Denn je höher die potenzielle Energie, umso besser dreht sich das Rad. Ich werde das wohl kaum auf der gleichen Höhe hinbekommen, denn dann fließt Wasser nicht. Ich brauche immer eine gewisse Höhenenergie. Und da geht es nicht bloß um ein paar Meter, sondern gleich um ein paar hundert, wenn es geht. Und jetzt kommt das schickste Pumpspeicherwerk, was die Schüler erfunden hatten. Und zwar haben die Folgendes gesagt. Wir graben ein Loch. Ein Loch in die Erde. Und wenn wir kein Loch haben, weil es sehr, sehr aufwendig ist, dann nutzen wir Löcher in der Erde. Also das Loch in der Erde, und jetzt kommt's, das könnte sein eine stillgelegte Mine oder sagen wir gleich ein Bergwerk, also unterirdisch.
Und wenn man sich Kalibergwerke, also Salzbergwerke oder solche Sachen anschaut, dann sieht man, dass die sehr groß sind, dass riesige Hohlräume unter der Erde sind. Und jetzt müssen wir uns bloß noch eins überlegen. Also das ist die grüne Energie, die grüne Idee, die haben die Schüler jetzt entwickelt. Haben sich andere Leute sehr groß Gedanken gemacht und unsere Schüler in der 7. können es alleine. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz überlegen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte dieses Delta H, also diese Höhendifferenz ausnutzen. Ich habe hier einen See und ich habe hier lauter Hohlräume in der Erde. Ich mache mal extra mehrere, weil die auf verschiedenen Stellen liegen. Die werden alle verbunden. So, und jetzt kommt der Haken. Jetzt kommt, dunkelblau, jetzt kommt die Leitung. Ich mache mal bloß eine Leitung dahin. Jetzt habe ich ja Delta H. Ne? Also Delta heißt Differenz. Eine gemittelte zwischen allen vier Hohlräumen, nehmen wir das als Höhendifferenz an. Delta, dieses Dreieck, Delta H. So, aber der Haken ist, hier oben leben wir, hier. Hier ist die Erdoberfläche. So, jetzt müssen wir bloß noch überlegen, wie unser Pumpspeicherwerk, unser neu erfundenes, funktioniert. Oberfläche, so, das diskutieren wir durch und dann melden wir uns wieder. So, das haben wir jetzt durchdiskutiert und wir müssen auch, genauso wie hier oben, hier unten, also unter dem oberen See, müssen wir unseren Generator anbauen. Ich mache das jetzt mal, unsere Turbine und danach den Generator. Also hier muss das hin. Oben hin ginge wegen des Saugeffektes vielleicht auch. So, und dann haben wir hier wieder unseren Generator. Und der Generator, der liefert uns dann die Energie in Form von elektrischer Energie und da brauchen wir dann bloß einen, ich sag's mal ganz frech, einen Eulendraht, also einen elektrischen Leiter und dann können wir hier oben die elektrische Energie des Generators abnehmen. Also hier ist der Generator, hier ist die Turbine. Gleiches Prinzip, nur einen Haken hat's. Wir müssen diesmal sagen, wenn wir überschüssige Energie haben, dann müssen wir die alten Bergwerke leer pumpen und alles in unseren Speichersee hier oben reinpumpen und dann, wenn mal die Windräder stehen, dann lassen wir es wieder runterlaufen. Ist natürlich begrenzt, wenn das Bergwerk voll ist, dann können wir diesen Effekt nicht weiter nutzen. Aber da Bergwerke riesig sind, das weiß hier jedenfalls jeder, haben wir da ausreichend Platz dafür. Gut. Das bis dahin, machen wir erstmal Pause und diskutieren mal weiter, was es noch für Möglichkeiten gibt. Ach so, noch was anderes. Wir sind vorhin gerade drauf gekommen, dieses Prinzip Turbine zu nutzen, ist nicht bloß auf Wasserkraft beschränkt, sondern ich kann hier alle mögliche kinetische Energie nutzen und zwar, das könnte sein, heißer Dampf, Wasserdampf, ne? Heißer Dampf oder Wind, wobei sich Wind in diesem Fall bei so einem Turbinenrad nicht lohnen würde. Wind in Form von Druckluft, auch das lohnt sich leider nicht so sehr, deswegen gibt es keine Druckluftautos, also jedenfalls kaum welche, nur Versuchsgeräte und so weiter. Diese kinetische Energie, diese Turbine anzutreiben, ist also von allen möglichen Varianten abhängig. Kleinen Moment, hier gibt es eine Frage. So, und jetzt kommt das Spannende an der ganzen Geschichte, also heißen Dampf, und das ist im Allgemeinen das Wichtige hier, das ist der Trick. Heißen Dampf kann ich auf verschiedene Art und Weise erzeugen. Ich muss es auf jeden Fall durch Wärme machen. Ich schreibe mal E-Wärme ist die Ursache. So, und wie ich die Wärmeenergie bereitstelle, das ist eine Frage, entweder ich mache es mit einem Kessel, dann hätte ich ein Wärmekraftwerk, also einen großen Kessel, unten drunter Flammen. Oder ich mache das durch Kernspaltung. Da wird auch sehr viel Wärme frei und dann geht das auch. Das heißt also, dieses Prinzip hier, dieses eine Turbine mit irgendwelcher kinetischer Energieform anzutreiben und diese kinetische Energie dann auf den Generator weiterzuleiten, das ist eigentlich das ganze Prinzip eines Kraftwerkes überhaupt. Also das hier, das nur das bisschen hier. Hier, jetzt mache ich es mal noch bunter. Das ist eigentlich Prinzip Kraftwerk. Aber da kommen wir dann nochmal im Einzelnen drauf. So, Moment.
Lassen wir es jetzt mal an der Stelle dabei bewenden. Ich mache das Video dicht.